Ich stehe hier zwischen zwei sehr schönen 8er BMW. Den einen kennen wir natürlich schon aus vergangenen Videos vom letzten Jahr. Der ist ja zum Verkaufen gestanden. Ist jetzt aktuell so gut wie verkauft. Also das ist eben der bekannte 850 CSI, in den so einige Euros hineingeflossen sind. Und das Auto kennt man ja von der Optik her. CSI-Paket mit den tiefer gezogenen Frontspoiler und auch mit den Seitenschwellern und Heckdiffusor, natürlich auch die Spiegel dazu. Ja, und genau so sieht im Endeffekt dieser blaue hier, Orientblaue, aus. Also würde man auf den ersten Blick natürlich auch denken, das ist bestimmt auch ein 850 CSI. Optisch gesehen würde man jetzt auch keinen großen Unterschied feststellen können, bis vielleicht einen genauen Blick vielleicht Richtung Bremsanlage oder so, aber da ist es bei dem speziell eben verändert worden, bei dem roten hier. Aber bei dem hier handelt es sich nicht um den CSI, sondern um ein Auto, das tatsächlich noch etwas seltener ist als eben so ein CSI, von dem ja knapp über 1500 Stück gebaut worden sind. Bei dem Orientblauen hier sind es in der Stückzahl nicht einmal, ich glaube, knapp über 1200 Stück gewesen und dementsprechend knapp 300 Stück weniger als bei dem CSI gebaut worden. Das ist nämlich ein ganz seltener und vor allem sehr, sehr schöner, echter 850 CI, wie man eigentlich nennt, nämlich mit dem 5,4 Liter Motor und nicht mit dem serienmäßigen 5 Liter, wie er eigentlich die erste Zeit gebaut worden ist. Und eben auch das Besondere an dem Auto, eben auch mit dem 5 Stufen Steptronic Automatikgetriebe. Und das Auto ist wirklich so vom Zustand so genial, auch von der Ausstattung so genial, dass man es natürlich auch wieder mal hier vor die Kamera holen. Wir gehen jetzt einfach mal ums Auto rum. Besser gesagt, du gehst jetzt einfach mal mit mir zusammen rum, einfach mal um auch die Frontpartie einmal zu zeigen, wie schön der vom Zustand ist, vom Lack her, auch die ganzen Gläser und so weiter. Da ist auch noch nichts gemacht worden, so wie es aussieht, alles original im Zustand. Ist auch kein Wunder, das spricht natürlich dafür, dass das Auto nicht allzu viele Kilometer gelaufen hat, nämlich gerade mal knapp 64.000 Kilometer. Und ganz wichtig bei dem Auto ist auch das ganze CSI-Paket, also auch M-Aerodynamik-Paket, ab Werk so schon mit bestellt worden, also der ist so ausgeliefert worden. Und eben auch hinten der Diffusor, da sieht man natürlich wieder einen kleinen Unterschied, was den CSI ausmacht. Hier haben wir eben die normalen eckigen Rohre, die 4 Stück, und beim CSI wären es eben die runden. Du kannst gleich mal kurz mal rüber schwenken, dass man gleich nochmal den Unterschied sieht. Da glänzt es einfach schön raus mit diesen runden Rohren. Und beim normalen 850er, egal ob es jetzt ein normaler 5 Liter ist oder 5,4 Liter, ist der Auspuff eigentlich immer so, wie wir es jetzt gerade hier bei dem Orientblauen hier stehen haben, in der eckigen Version. Also auch da ist nichts verändert. Alles original so wie ausgeliefert. Da sitzt ein kleiner grüner Hüpfer noch drauf hier. Und, ach was, hast du schon gesehen, hat er früh schon? Also beim Waschen, ja, dann, den gefällt anscheinend. Also der gibt es nicht mehr her, das Auto. Ja. Also da hast du ihn heute früh schon mal kennengelernt, den kleinen. Also der bleibt auf jeden Fall beim Auto. Und jetzt schauen wir aber einfach mal ins Auto rein, weil das ist nämlich jetzt nicht nur optisch ein schönes Auto von außen, sondern auch die Innenausstattung. Na klar, erstmal bei den Kilometern sieht die natürlich sehr gut erhalten aus. Und Innenausstattung ist auch in silbergrau hell mit Sportsitzen. Und wenn du jetzt immer reinschaust Richtung Mittelkonsole, siehst du auch die Steptronic, eben die Fünfgang-Automatik. Und eben auch bei dem Fahrzeug, was es eben beim CSI nicht gibt, der hat sogar auch diese EDC-Dämpfer. Schau mal, ob du den Schalter findest. Links müsste der sein mit S für Sport und K für Komfort. Genau, das gab es beim CSI eben nicht. Hat der also auch mit dazu schon bekommen. Ausstattung ist bei dem auch sehr gut. Also sieht sogar das originale Autotelefon mit ab Werk schon mitbestellt gewesen. Und ja, was auch ganz selten ist bei dem Fahrzeug, Standheizung ist mit dazu bestellt worden gleich. Beim 850er findet man das nicht allzu oft. Natürlich die ganzen Sachen. Also Sportlenkrad und elektrisch verstellbare Lenksäule mit dazu. Sitze sind sowieso elektrisch verstellbar mit Memory. Was hat denn noch was außergewöhnlich war? Ist mir irgendwas auch aufgefallen? Gut, Sonnenschutzrollo hinten elektrisch, ist klar. Bei den Fahrzeugen meistens sehe ich auch immer mit dabei. Und genau, der Dachhimmel ist wieder das Problem. Bei den Achter wie immer, der hängt natürlich ein bisschen runter. Das ist aber, so wie es aussieht, auch gerade das Einzige, was man jetzt aktuell beim Auto machen müsste. Das andere, warum er nämlich zu uns gekommen ist, ist nämlich schon erledigt. Der hatte das ganz typische Problem, was eigentlich fast alle 8er BMW-Fahrer kennen oder haben, nämlich gerade beim Losfahren, beim Anfahren immer so ein kleines Vibrieren, so ein Rütteln drinnen. Und ist immer ein bisschen nervig, weil man nie genau sagen kann,
ja, wo es genau herkommt, wenn man es nicht genau weiß. Wir haben es jetzt schon einige Male gemacht, und zwar, wir können einfach mal zeigen, die Teile, was wir dabei ausgetauscht haben. Das geht nämlich dabei im Endeffekt immer nur um die Kardanwelle und da auch nur meistens um zwei Teile. Nämlich hier sieht man eigentlich das Hauptteil, das ist nämlich hinten das Gelenk, was zur Kardan, also zum Differential, besser gesagt, hinten angeflanscht ist. Das haben wir erneuert. Das war auch ziemlich ohne Fett eingebaut, also recht trocken gelaufen. Und eben auch das Mittellager machen wir automatisch gleich mit neu. Einfach, man sieht es auch, glaube ich, ganz gut, mit der Zeit hängt das Lager relativ weit nach unten durch und ist dann auch nicht mehr so sauber geführt, wird ein bisschen weich. Und das zusammen, vor allem halt eben auch das Lager hinten, führt dann eben beim Losfahren immer so einen kleinen Rückeln. Und ja, dementsprechend haben wir das jetzt mal ausgebaut und erneuert, Probefahrt gemacht. Das Problem ist echt mit diesen beiden Teilen jetzt ja, erledigt. Also der fährt jetzt wieder ganz schön ruhig, ohne Vibrationen und irgendwas anderes. Und ich glaube, sonst war jetzt auch gar nicht viel mehr zu machen am Fahrzeug. Das war ich wirklich, das einzige Scheinwerfer haben wir noch kurz überprüft. Da hat es ein bisschen zu hoch eingestellt gehabt. Aber der Rest vom Fahrzeug, wie man sieht, da kann man eigentlich gar nichts dran ändern. Reifen sind super. Ja, eben. Bei 64.000 Kilometern sieht man auch, die Reifen sind auch in super Zustand, Bremsen in super Zustand. Also das Auto ist halt wirklich also so, wie man sich einen Traumachter BMW vorstellt. Jetzt nicht nur vom Zustand her, eben auch die Motorisierung mit der Fünfgang-Automatik ist natürlich für die meisten 850er-Fahrer eigentlich ein Traum. Und ich meine, die Frage ist immer, was ist jetzt einem lieber, der 850 CI oder der CSI? Das ist aber ganz einfach zu beantworten. Derjenige, der gern schaltet, der nimmt natürlich einen CSI, und der, was halt eben lieber Automatik haben will, der nimmt natürlich den CI in der letzten Ausbaustufe. Das müsste sogar einer der letzten 40 sein, die gebaut worden sind. Ich glaube, Zulassung müsste 99 sogar sein, recht viel später gab es die ja nicht mehr. Und gebaut worden sind sie eigentlich auch gar nicht so lang. Also das ist wirklich einer der allerletzten, die ausgeliefert worden sind. Ja, und eben das Fahrzeug ist halt eben wirklich, kann man sagen, ja, einer der wirklich letzten allerschönen 8er BMWs, die wir in letzter Zeit zumindest gesehen haben. Ausstattungstechnisch, zustandstechnisch und Kilometer ist sowieso klar. Also muss man lange suchen, um so einen zu bekommen. Jetzt ist wieder unser Problemkind vom letzten Video dran, der M5 E34, der so Probleme macht, mit vor allem mit dem Leerlauf, der einfach viel zu hoch läuft. Und jetzt haben wir auch wirklich noch das Letzte gemacht, das bis jetzt noch nicht ja, berührt worden ist, nämlich die Sauganlage, also die Drosselklappen, sozusagen die ganze Drosselklappenanlage ist jetzt rausgekommen, um einfach mal die Drosselklappenanlage komplett zu reinigen und ganz wichtig auch hier die Sauganlagendichtung zu erneuern. Und noch eine Kleinigkeit kann man auch dann gleich bei der Anlage drüben zeigen, was wir da auch noch mit erneuern werden. So sieht jetzt eben, wie gesagt, der Motor aus, wenn jetzt nichts mehr drin ist. Das ist ja auch erneuert, Leerlaufregler ist erneuert. Hier ist, wie gesagt, alles schon überprüft worden. Keine Falschluft ist hier möglich. Die ganzen Unterdruckschläuche sind erneuert. Das heißt, das ist jetzt noch die letzte Möglichkeit, warum der Motor so relativ schlecht läuft. Er läuft schon wesentlich besser wie vorher. Das alles, was wir gemacht haben. Das hat noch, genau, die Lambda-Sonde hat noch mal einiges verbessert. Jetzt ist schon mal auch vom Motorlauf viel besser, weil er nicht mehr so extrem viel Sprit hinten am Auspuff rauslässt. Er läuft schon, ja, wie soll man sagen, also es ist einfach eine bessere Gasannahme. Also er rüttelt sich auch nicht mehr so wie vorher. Das ist alles viel besser. Nur der Leerlauf ist schätzungsweise zwischen 200 und 300 Umdrehungen teilweise noch etwas zu hoch. Wenn man mit Klimaanlage anfährt, ändert sich jetzt auch nichts mehr. Der springt nicht mehr auf 2000 Umdrehungen rauf. Man kann jetzt theoretisch auch fahren mit dem Auto, ohne dass er ruckelt. Aber wie gesagt, der Leerlauf ist jetzt noch nicht so hundertprozentig. Deswegen ist das rausgekommen, wird jetzt gereinigt und wir schauen uns mal nach, was jetzt noch an einer Stelle noch erneuert wird an der Anlage. Hier ist die Anlage zerlegt. Die einzelnen Drosselklappen kann man ja in drei Teile zerlegen. Das sind jetzt von links nach rechts 1 bis 6, liegt jetzt hier so vor uns. Und ja, die Verbindung sozusagen zwischen den einzelnen Drosselklappen ist immer so ein Röhrchen hier. Hier ist es auch nochmal, das ist genau das Gleiche. Und da haben wir jetzt auch noch eins gemacht, nämlich diese Gummidinge, die hier drauf sitzen, haben wir erneuert. Man sieht, also das ist jetzt schon neu gemacht. Wenn ich jetzt hier hingehe und versuche es rauszuziehen, da kann ich gar nicht, da muss ich jetzt wirklich irgendwie das wahrscheinlich so verkanten, bevor ich es überhaupt rausbekomme. Ja, jetzt, also mit einfach rausziehen geht es da auf gar keinen Fall. Wie gesagt, weil die Gummiringe jetzt eben hier neu sind. Und beim Reinstecken ist es genau das Gleiche. Da muss man, ja, jetzt hat es richtig geknallt, dann ist es reingerutscht. Das hier ist noch nicht umgebaut mit neuen Ringen.
Da kann man mal zeigen, wie locker die hier drin sitzen. Wenn ich jetzt nur ein bisschen so mache mit dem Finger, dann ist er schon draußen. Das heißt, beim Reinstecken kann ich auch mit einem Finger so einfach reinklicken. Das heißt, man sieht auch, was hier Spiel ist. Die Gummiringe sind natürlich schon sehr alt und rein theoretisch kann da natürlich euch an beiden Stellen, also auch hier und hier rüber, auf jeden Fall auch, wenn es nicht mehr hundertprozentig abdichtet, Falschluft mit angesaugt werden. Hier drüben, wie gesagt, ist es dann hier zusammengesteckt und dann hat man diese Möglichkeit eigentlich auch hier aus der Welt geschafft, dass das hier in dem Bereich nochmal Falschluft ziehen kann. Hier sitzt dann der Zylinderkopf mit dem sauganlagen Dichtung. Das hier sind übrigens die alten und auch an denen sieht man vor allem hier im mittleren Bereich, hier, wie weit hier der Sprit sich nach unten schon durchgearbeitet hat, teilweise auch schon unten rausgekommen ist. Und auf der anderen Seite sieht man es auch ein bisschen an der Stelle zumindest. Hier ist das Ganze recht verölt und vor allem auch voller Kraftstoff. Da ist sogar eine gerissen. Die Frage ist, ob die schon gerissen war. Das haben wir beim Ausbau erst später gesehen. Ja, und die hintere ist eigentlich auch an der Stelle schon an beiden Stellen eigentlich auch ganz schön undicht gewesen. Das heißt, sieht man auch, die sind noch recht alt und die werden jetzt erneuert, dass auch da keine Falschluft mehr angesaugt werden kann. Ja, und dann hätten wir sozusagen in dem Bereich hier alles abgedichtet. Dann die Drosselkappen selber sind nochmal komplett gereinigt worden. Das jetzt auch hier, sieht man, wenn man hier reingeht, das war vorher alles pechschwarz, dass da kein Dreck mehr ist, dass die schön frei und leichtgängig zu betätigen sind. Und ja, recht viel mehr kann man jetzt im Endeffekt aktuell gar nicht mehr machen. Da merkt man es, da hackt sie noch ein klein wenig. Da ist auch ein bisschen Dreck noch zu sehen. Das ist wirklich uraltes Zeug, was da noch drin ist. Das wird jetzt mit der Hand noch ein bisschen rausgemacht. Aber dann ist eigentlich die Sauganlage so weit, dass wir sie nochmal komplett einbauen können. Und dann kommt noch ein, ja, wahrscheinlich letzter Probelauf mit dem Motor. In der Zwischenzeit ist jetzt aber der Motorblock von dem 328 E36 zurückgekommen, der M52 Motor, der ja im letzten Video so Probleme gemacht hat mit den Gewindebogen von den Zylinderkopfschrauben, bei denen ja, glaube ich, drei Stück waren es, sehr schlecht eingesetzt waren mit Helicoil-Einsätzen. Der ganze Motorblock und Kopf war natürlich in der Zwischenzeit beim Bearbeiten. Kopf ist geplant worden, der ist auch wirklich gut geworden wieder, war aber doch ganz schön verzogen. Und das andere war, das größere Problem waren eben, wie gesagt, diese Einsätze von Helicoil-Einsätzen. Die sind jetzt tatsächlich die alten entfernt worden und an allen Bohrungen sind jetzt neue Einsätze reingekommen und damit sollte eigentlich der Motorblock auch zu verwenden sein. Also wir werden jetzt als nächstes jetzt gleich die Kopfdichtung aufsetzen und dann den Zylinderkopf festziehen, hoffen, dass eben auch alles hält. Was aber noch ganz interessant ist, ist hier dieses Kettenrad, das sich ja im vorderen Bereich hier auf der Kuppelwelle befindet. Und zwar, oh, man sieht es, glaube ich, an der Stelle. Das ist ja, da sehe ich jetzt gerade was richtig Heftiges. Siehst du das hier? Kann man das auf der Kamera auch gut sehen? Also rundherum. Und merkwürdigerweise, da an der Stelle ist nämlich nicht die Hauptkette gelaufen, die ja hier läuft. Also man sieht es hier ganz kurz. Die Hauptsteuerkette, sondern an der Stelle ist die Ölpumpenkette gelaufen. Zumindest so war die eingebaut. Wobei die Frage sich stellt, erstmal, wie kann die Ölpumpenkette eigentlich das verursachen? Und zweitens, gut, der Motor war eh vorher komplett zerlegt, einfach weil eben hier diese schlechten Einsätze reingekommen sind. Und man hat auch gesehen, hier vorne in dem Bereich war alles mit ganz viel Dichtmasse zugeschmiert. Also hier ist gearbeitet worden, ganz sicher. Und vielleicht hat man einfach nur eins gemacht, nämlich die ausgeschlagene Seite um 180 Grad verdreht und dann sozusagen an die unwichtigere Ölpumpenseite gesetzt und die Hauptseite war vielleicht sogar an der Stelle montiert. Kann man jetzt nur vermuten, weil man kann sie einmal so montieren oder so montieren, das ist egal. Ist nur eine Vermutung. Wir haben jetzt natürlich das auch gleich mit ausgetauscht hier. Neue Spannschiene rein, neue Führungsschiene rein, neue Steuerkette rein. Also alles sozusagen, was man jetzt an Verschleißteilen erneuern kann, ist jetzt schon mal drinnen. Und ja, genau, das haben wir auch alles gewechselt. Die waren auch nicht die allerbesten, vor allem die Bläulager waren nicht besonders gut. Die waren richtig, teilweise gerade im ersten Zylinder, richtig schlecht. Und unten, von unten drauf ist der Motor auch schon zusammengebaut. Das heißt, Ölpumpe ist auch schon drin. Und jetzt geht es eben oben weiter mit dem Zylinderkopf. Das ist jetzt der nächste große Punkt, ob der jetzt auch hält. Und dann können wir den Motor eigentlich zusammenbauen. Das 328er Cabrio ist komplett zusammengebaut. Probefahrt haben wir schon gemacht. Motor wird nicht mehr heiß. Also die ganzen Helicoil-Einsätze haben sehr gut gehalten, auch beim Festziehen von dem
einzelnen Zylinderkopfschrauben ist nichts durchgerutscht. So kann man davon ausgehen, dass das wirklich für die Dauer behoben ist, dieses Problem, was der Motorblock gehabt hat. Und jetzt noch ein kleiner Hinweis bei dem speziellen Fahrzeug, was hier verbaut gewesen ist, was hier diese Stellantriebe angeht. Wir haben ja einfach hier mal einen Stellantrieb für den Tempomat. Und hier hinten, dieses kleine Teil hier, ist eben für das ASC, was dieser spezielle Wagen hier verbaut hat, nämlich hier für diese ASC-Drosselklappe, die hier ist. Und bei dem Auto war es so verbaut, dass hier dieser Tempomat-Seilzug tatsächlich hier angeschlossen ist. Also man sieht, der geht hier hinten rüber und dann eigentlich nach unten hin zu der Drosselklappe hier, der Hauptdrosselklappe. Und hier war eben dieser Seilzug seitlich hier angesteckt, nämlich am ASC. Und somit hat es natürlich nie funktionieren können, weil nämlich normalerweise, wenn das ASC regeln soll, dann fängt hier sozusagen der Seilzug eben von diesem Stellmotor an, normalerweise hier die Drosselklappe ja dementsprechend zu schließen und Gas wegzunehmen. Und dadurch konnte es natürlich nicht funktionieren, weil der Seilzug, nämlich der hier von dem Stellantrieb, gar nicht eingehängt war. Der war einfach hier nach hinten lose gehangen. Jetzt haben wir natürlich hierher genommen und an der richtigen Stelle eingesetzt und eben den hier vom Tempomat an der zweiten Anschlussmöglichkeit unten an der Drosselklappe montiert. Jetzt sollte eigentlich normalerweise auch der Tempomat funktionieren, der natürlich vorher bei der ersten Probefahrt auch nicht gegangen ist. Und das werden wir natürlich jetzt auch nochmal probieren. Aber ein Problem ist noch, er hat nämlich entweder kein Lämpchen verbaut beim ASC im Instrumentenkombi oder es ist tatsächlich defekt. Das werden wir natürlich auch noch anschauen und vielleicht funktioniert dann sogar wieder alles. Das werden wir uns dann bei der Probefahrt nochmal genauer anschauen. Aber soweit ist das Auto jetzt erstmal fertig. Kommt noch zur Klimaanlagebefüllung. Dann ist das Auto eigentlich soweit erledigt. Ja, was aber jetzt noch schlimmer ist, ist ja unser Problemkind, der M5, der E34 hier. Da hatten wir bis zuletzt umeinander probiert. Wir haben jetzt zuletzt noch eben hier die Sauganlagendichtung alle erneuert, direkt am Zylinderkopf, ob er vielleicht da noch ein bisschen Falschluft ziehen hätte können. Wobei war nichts irgendwie zu sehen, dass da irgendeine Dichtung irgendwie extrem undicht gewesen wäre. Es waren eigentlich nur ein, zwei, die was eben ein bisschen außen herum ein bisschen Sprit verloren haben, aber es war jetzt nicht extrem. Und es war natürlich die Fehlersuche weiter. Wir haben das Auto jetzt wieder zusammengebaut gehabt und dann sind wir auf eine Probefahrt gegangen. Das Auto ist bis dahin auch sehr gut gelaufen. Also die Drehzahl ist gar nicht mal mehr so raufgegangen wie vorher, dass er mal über die 1000 Umdrehungen rübergegangen ist. Probefahrt auf der Autobahn und nach Absprache mit dem Besitzer natürlich, dass wir gesagt haben, der Motor ist komplett, also eigentlich zu mit Ablagerung. Und dann haben wir gesagt, wir fahren jetzt ganz vorsichtig mit richtig gutem Sprit auf die Autobahn und steigen die Drehzahl ganz langsam, immer wieder ein bisschen mehr Drehzahl, um zu sehen, was der Motor eigentlich macht, wenn er mal ein bisschen freigeblasen wird. Das hat er auch perfekt gemacht, bis dann bei knapp 6000 Umdrehungen ein Knaller getan hat, einen richtigen Schlag. Und da war natürlich klar, irgendwas anderes ist die Ursache für dieses Problem, was der Motor hat. Und das Auto war natürlich dann auch nicht mehr fahrbar. Jetzt war natürlich die Frage, was ist da irgendwie bei der Probefahrt letztendlich jetzt passiert? Daraufhin haben wir jetzt nochmal die ganze Sauganlage runtergenommen. Der Motor hat die ganze Zeit auch nachdem das passiert ist, hier an den einzelnen Drosselklappen Fehlzündungen gehabt und zwar in Richtung Sauganlage. Das heißt, gerade auf allen Zylindern kann man sagen, hat er immer richtig schön Richtung Sauganlage geschossen, was er vorher nicht gehabt hat. Das war eben erst nach der Probefahrt. Und was wir noch gemacht haben hier, Kraftstoffdruck natürlich vorher noch geprüft, der ist einmal frei gewesen. Kraftstoffdruck perfekt, Zündanlage nochmal überprüft, alles perfekt. Allerdings, wie gesagt, diese Fehlzündung. Ja, und was haben wir dann gemacht als nächstes? Das Ventildeckel runter und dann mal die Steuerzeiten überprüft, was wir gleich am Anfang eigentlich auch schon gemacht haben beim Ventilspiel einstellen. Das hat aber zu dem Zeitpunkt noch alles soweit gepasst. Allerdings jetzt nach dieser Aktion, ich weiß gar nicht, ob man es jetzt sehen kann, ich versuche es mal mit der Hand zu drehen. Ja, also ich kann es mit der Hand jetzt nicht mehr drehen, aber was tatsächlich ist, die Zentralschraube war locker und der OT oben an den Nockenwellen, der hat gepasst, wenn man es jetzt vergleicht. Also die haben sich nicht verstellt, allerdings unten an der Kurbelwelle, da weiß ich aber nicht, ob du das jetzt zeigen kannst. Bei dem nicht, glaube ich nicht. Schlecht, gell? Aber ich kann es ungefähr mal zeigen, wo der OT jetzt eigentlich ist. Nämlich hier oben ungefähr ist die Markierung, also da ist ungefähr die Nase. Und der OT von dem Motor ist ungefähr knapp 90 Grad. Ja, ich kann jetzt hier sogar sehen, hier, also auf der Position. Hier ungefähr 90 Grad ist der OT, wo er sein sollte. Also die Kurbelwelle sollte theoretisch hier hinten stehen, aber die Kurbelwelle auf OT steht hier vorne.
Damit ist klar, die Zentralschraube hat sich während, wahrscheinlich nicht bestimmt während unserer Probefahrt, sondern die war vorher schon locker und man hat auch immer dieses leichte Klappern gehört. Dementsprechend, also das heißt, der Motor ist wahrscheinlich war er vorher schon ein klein wenig übersprungen, aber nicht so stark. Kann man nur mutmaßen. Eventuell war die Steuerzeiten vorher schon nicht mal hundertprozentig, weil das Auto ist ja genau aus dem Grund zu uns gekommen, weil es so schlecht gelaufen ist. Wobei, so schlecht war es jetzt im Endeffekt nicht, dass man den Motor hätte nicht starten können. Der Motor ist gelaufen, ist auch einigermaßen gut gelaufen, nur hat sich immer so ein bisschen extrem geschüttelt. Man hat auch ein starkes Rütteln vom Getriebe her gehört. Das war einfach nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Und wie gesagt, die Ursache ist im Endeffekt jetzt wirklich, dass die Zentralschraube vorher schon locker war und bei der letzten Probefahrt natürlich jetzt nochmal ein, zwei Zähne wahrscheinlich nochmal versetzt hat. Jetzt ist eben die Sache, wir müssen als allererstes natürlich erst einmal oben die Kettenräder lockern, Kettenspanner raus, kann man natürlich alles hier so schön machen und dann mal versuchen, auf OT zu stellen. Und natürlich die nächste Frage ist, warum hat sich diese Schraube da unten gelockert? Ist eventuell das Gewinde beschädigt oder war es tatsächlich nur ein Fehler bei der Werkstatt, die das, glaube ich, vor 20 Jahren eingebaut hat, dass die einfach die Schraube nicht mit der richtigen Drehmoment festgezogen hat? Könnte sein, weil das Auto ist ja danach zwar noch gefahren, aber ja, gerade mal so um die, glaube ich, 20.000 Kilometer. Also wir wissen jetzt im Endeffekt nicht, wie und warum es dazu gekommen ist. Und jetzt müssen wir eben schauen, dass wir das jetzt eben wieder mit der Zentralschraube einigermaßen auf OT stellen und dann aber noch ganz wichtig kontrollieren, ob die Kettenräder nicht auch irgendwie betroffen sind. Und natürlich die letzte Frage ist, ob nicht irgendwelche Ventile dadurch eben schon an Kolben angestanden sind. Ja, das ist eben die Sache, die jetzt bei dem Motor als nächstes ansteht. Ja, was wir jetzt aber noch im Hintergrund hier sehen, da haben wir noch ein Fahrzeug, das wir vom Anfangsvideos ja schon gehabt haben. Man könnte jetzt meinen, dass wir jetzt bei dem Fahrzeug, wir haben es letztens gezeigt am Anfang, dass der eckige Auspuffe gehabt hat und dass wir eventuell da einen CSI-Auspuff drauf gemacht haben. Ist aber nicht der Fall. Man sieht es nämlich hier auch schon, da steht auch tatsächlich 850 CSI drauf. Das ist jetzt also fast das identische Fahrzeug, was jetzt vorher gerade am Anfang zu sehen war. Der ist auch übrigens schon wieder abgeholt. Und jetzt haben wir das Zwillingsmodell sozusagen bekommen. Gleiche Farbe, optisch auch ziemlich gleich gehalten und auch die Innenausstattung sogar fast gleich, bis auf die Instrumentenverkleidung oben rüber und in der Mittelkonsole ist bei dem jetzt hier in schwarz gehalten. Typisch für ein CSI eigentlich, passt ganz gut. Und der Dachhimmel bei dem Auto eben auch in schwarz gemacht. Auch eben etwas sportlicher als bei dem vorherigen, bei dem M73 mit dem 5,4 Liter. Und das ist noch viel besser an dem Fahrzeug. Der hat sogar noch ein bisschen weniger Kilometer wie der andere. Nämlich, du kannst mal reingehen, knapp 55.300 erst gelaufen. Also das ist sozusagen ja, fast das gleiche Auto. Diesmal eben also echter CSI. Wir können mal kurz unter die Motorhaube schauen. Aber das gibt es eben auch, dass jemand fast das gleiche Auto zweimal hat, aber im Endeffekt doch zwei komplett andere Fahrzeuge. Einmal eben hier Schaltgetriebe, 5,6 Liter und vorher gerade eben noch das andere Fahrzeug Automatik und 5,4 Liter. Und wie gesagt eben schon am Anfang, das sind eben die zwei seltensten 12-Zylinder, die BMW beim 8er eben so gebaut hat. Und allerdings hat das Fahrzeug jetzt ein Problem noch. Also wir haben das Auto jetzt mal durchgeschaut. Einzig minimal die untere Ölwanddichtung ist ein klein wenig ganz leicht ölfeucht, aber der Motor war vor kurzem komplett zerlegt, aus dem Grund, weil nämlich irgendwie ein Fremdteil in den Motor hineingekommen ist, als man versucht hat, die Sauganlagen zu tauschen. Und beim Abholen ist dann festgestellt worden, dass hier etwas nicht stimmt. Das Auto ist nicht richtig gelaufen. Ja, daraufhin ist natürlich nochmal nachgeschaut worden, was da nicht genau stimmt. Und tatsächlich, ein Zylinder war extrem beschädigt. Also man hat auch die Abdrücke gesehen am Kolben, dass da etwas drinnen im Brennraum gewesen sein hat müssen. Also wahrscheinlich bei der Montage von den Sauganlagendichtungen ist da was reingefallen. Und daraufhin hat der Motor einen anderen Block bekommen und ist jetzt eben ganz frisch, eben vor kurzem erst zusammengebaut worden. Aber wir haben dann noch ein kleines Problem festgestellt, was man gar nicht beim Fahren merkt oder so. Aber du kannst es mal versuchen, hinten am Auspuff das zu zeigen, was das kleine Problem ist. Auch wenn du jetzt mal den Auspuff hier links zeigst, ich weiß nicht, doch, man sieht es so ganz gut. Der ist ziemlich dunkel, ziemlich schwarz innen drin. Ja.
Und jetzt gehst du mal auf den rechten Auspuff rüber. Da sieht das Ganze nämlich ganz anders aus, nämlich schön hell, also in einem inneren Bereich. Und jetzt versuchen wir mal den Motor im kalten Zustand zu starten. Der ist lange Zeit gestanden. Und ja, vor allem mal hier auf die dunklere Seite mal drauf filmen, um zu sehen, was da passiert. So, ich lasse ihn jetzt mal an. Ja, ich sehe schon ganz gut. Du auch, glaube ich, gell? Du bist in einer blauen Wolke. Ja, ist Öl im Endeffekt, ja. Also eindeutig, da ist etwas noch nicht so hundertprozentig. Da muss nochmal nachgearbeitet werden. Auf der linken Seite vom Motor ist gerade immer beim Starten so eine richtig schöne blaue Wolke. Das heißt, eigentlich nur beim Starten, aber beim Fahren selber merkst du es eigentlich gar nicht. Sobald du fährst, auch wenn ich jetzt Gas gebe, ist es eigentlich gleich weg. Gib mal ein bisschen Gas. Nichts mehr, oder? Vielleicht ein bisschen, oder? Ja, aber sobald du fährst... Ah doch, man sieht so. Jetzt raucht es ein bisschen raus hier. Man sieht es ein bisschen raus. Also auf der anderen Seite das Vergleich nochmal. Wenn du rüber gehst, da ist gar nichts zu sehen. Und da tut er jetzt sogar auch im Stand noch ordentlich rausbläuen. Ich gehe mal darüber auf die andere Seite, um nochmal zu schauen mit der Hand. Nee, da ist gar nichts. Und hier... Ja, man merkt doch, das ist wirklich ein bisschen feucht, ein bisschen, ja, also man sieht auch jetzt ein bisschen die Abgase noch ein bisschen rauskommen, also dieses ölige Zeug. Also da muss nochmal nachgearbeitet werden. Das ist jetzt nur als Information für den Besitzer, wie man das eben im Endeffekt ganz leicht sehen kann. Ich mache den Motor auch wieder aus. Aber das wäre jetzt im Endeffekt ein Garantiefall. Kommt der Hubschrauber schon? Oh ja, Polizei. Ja, ja, aber die können nicht landen, die müssen hinten landen. Und ja, wie gesagt, das Auto ist ein super schönes Auto, aber da muss jetzt eben wirklich nochmal was gemacht werden, weil es muss sich irgendwo im Brennraum auf jeden Fall etwas ergeben, dass eben immer nach dem Start sich etwas ein bisschen sammelt und beim ersten Starten die Kerzen es im Endeffekt verbrennen. Da übrigens nicht erschrecken, das ist wirklich Wachs, was hier unten rauskommt. Da ist jede Menge Wachs drauf, auch ganz flüssig jetzt bei der Wärme natürlich. Der ganze Unterboden ist auch ordentlich eingewachsen bei dem Auto. Sieht natürlich unten auch aus, ja, fast wie neu das Auto. Sieht man die ganzen Teile von den Felgen, von den Bremsen, alles ist wirklich picobello bei dem Auto. Also wie gesagt, bei 55.000 Kilometer Innenausstattung haben wir kurz mal gezeigt. Ein wirklich schönes Auto. Aber wie gesagt, da muss jetzt eben nochmal, leider muss man sagen, nochmal was gemacht werden, damit es wirklich dann so startet wie bei jedem 12-Zylinder, also der was gesund ist, dass da nichts rauskommt. Also, der steht da drüben. Was haben wir noch für einen? Der, gut, der ist ja, der wird jetzt wahrscheinlich nächste Woche abgeholt, genau. Da haben wir jetzt noch PU-Lager reingemacht bei dem roten hier. Der ist jetzt auch soweit fertig, dass er jetzt dann abgeholt werden kann. Da habe ich den Schlüssel jetzt nicht, aber da, der steckt, glaube ich, sogar. Ja. Schauen wir mal. Ich habe jetzt. Nee, der könnte stecken. Dann gehst du mal an den Auspuff hinter. Und dann schauen wir uns mal das hier an. Ja, der ist drin. Okay, da steht jetzt auch längere Zeit schon, ganz wichtig. Und jetzt kannst du mal schauen, ob da was rauskommt. Ah, Wegfahrsperre natürlich noch. Und kurz. So, aber jetzt geht's los. Achtung, Start. Überhaupt nichts. Ja, und der Motor hat ein bisschen mehr gelaufen. Der hat zwar auch einen schwarzen Auspuff. Ja. Aber keine Wolke, kein Blau, kein Schwarz. Also ich sehe, von der Seite schaue ich nochmal hier hin. Da würde man es theoretisch auch sehen von der Seite, wenn ein bisschen was rauskommen würde von Öl. Aber da sieht man eben den gewaltigen Unterschied. Also bei dem Orientblauen kommt da wirklich zu viel raus. Das ist schon eine Menge, was da an Öl rauskommt. Und wir haben mal nachgeschaut. Das Auto ist seit dem Neuaufbau, ich glaube, 1200 Kilometer gelaufen ungefähr. Und hat ungefähr ein Viertel Liter weniger, als er beim, ja, wahrscheinlich beim Ölwechsel bekommen hat. Also da ist bestimmt etwas nicht hundertprozentig richtig. Und du stehst aber noch vor einem ganz anderen Auto. Das ist jetzt, glaube ich, auch das Letzte, was wir heute haben in dem Video. Jetzt müssen wir wirklich Schluss machen, weil so viele Fahrzeuge in einem Video reinpacken, ist ein bisschen ja, viel. Aber das ist ja auch nochmal ein Auto, was man wirklich unbedingt zeigen sollte. Sieht optisch fast auch aus wie ein M5 E34. Zumindest unten hat er die M-Technik Schweller drauf. Hinten dagegen ist er ganz normal serienmäßig, also ohne Schweller. Und vorne erkennt es eigentlich auch jeder Liebhaber oder jeder Experte, der sich mit diesen Fahrzeugen hier ein bisschen beschäftigt.
die typische untere angesetzte Spoilerlippe mit diesen zwei Lufteinlässen. Und das ist natürlich auch von der breiten Niere her gesehen ein 540i. Allerdings ein richtig schöner. Also die Farbe finde ich schon mal genial. Shadowline mit dazu. Facelift, anders gab es die Dinger ja gar nicht. Und eben, wie gesagt, den schönen großen V8-Motor drin. Dann auch noch mit diesen schönen zweiteiligen Fällen, die eigentlich normalerweise mehr fast auf die CC drauf gehören sollten. Die hatten ja meistens auch viele CC drauf gehabt, diese mehrteiligen, zweiteiligen Felgen hier. Ja, und auch eine schöne Ausstattung, muss man sagen. Scheinwerferreinigung ist drinnen, wie gesagt, Shadowline dabei. Und was noch ganz, ganz schön ist bei dem Auto, Sportsitze mit Stoff. Ich muss auch eins sagen, bei der Stoffausstattung sieht das Auto natürlich aus wie neu. Also man sieht so gut wie keine Abnutzung im Fahrzeug. Beim Leder hat man natürlich immer irgendwann mal ein bisschen, ein paar Falten oder ein bisschen Farbe, was sich halt über die Zeit ein bisschen so ablöst. Und der sieht wirklich von der Ausstattung her aus wie neu. Innenausstattung haben die ja 45er alle recht viel Ausstattung am Werk schon. Vier Fenster über vorne, hinten, Kopfstützen. Was hat er? Klimaautomatik, glaube ich, hat er drin. Klimaautomatik, keine elektrischen Sitze. Das gab es bei denen natürlich auch relativ oft. Dafür wieder Mittelarmlehnen vorne drin. Und was war noch ein Tempomat? Müsste er noch? Ja, Tempomat hat er mit drinnen. Ja, also einiges an Ausstattung. Und wie gesagt, vom Zustand her kannst du dann mal die ganzen Kanten und so weiter rundherum gehen. Richtig schönes Auto. Also ich auch, wenn man da schaut, da ist nichts, was man irgendwie bemängeln müsste oder einstellen müsste. Auch die ganzen Türkanten hier im schönen Zustand. Hier die Heckklappe, wenn man da rumgeht, da passt wirklich alles an den Ecken. Ja, einwandfrei. Ein super schönes Auto. Haben wir auch selten da, muss man sagen. Sind auch nicht so häufig anzutreffen, solche Autos, 540er. Und dann noch in so einem Zustand. Und da, bei dem war ich nur der Anlasser kaputt. Das war eine Sache von knapp über eineinhalb Stunden sowas. Dann war der getauscht und jetzt läuft er natürlich wieder. So, das war es mit dem Video. Jetzt haben wir genug Fahrzeuge auch nochmal am Schluss hier gesehen. Und jetzt geht es eben wirklich erstmal weiter mit dem M5, dass wir da noch was herausfinden, was wir da am besten machen mit dem Auto. Ja, und wie gesagt, der ist fertig. Der kommt wieder in die Ecke. Und ja, der 28er kommt nur noch zum Klimaanlagen befüllen. Dann sind alle Autos wieder durch.